Moin moin und herzlich willkommen zurück beim FM20 im Karrieremodus, wo wir ja vor kurzem beim VfB Lübeck gelandet sind, nachdem wir zuvor bei Phoenix Lübeck waren. Heute gehen wir in das DFL-Pokal-Ostspiel gegen Blau-Weiß Berlin. Und die sind Dritte in ihrer Oberliga Nordost-Tabelle, wo sie hinter Hansa 2 und Brandenburg und knapp vor Greifswald sind, also interessant, die Tabelle auf jeden Fall zu sehen. Auch Neustrelitz halbwegs oben mit dran. Also gibt Schlimmeres. Haben auch mit frischen, interessanten Stürmer in der Mannschaft, der eventuell was für unsere zweite Mannschaft sein könnte. Müssen wir mal gucken. Ansonsten habe ich heute mal die nicht beste Elf aufgestellt, sondern sehr viele junge Spieler mal spielen lassen. Und so eine Leute wie Hebisch, Thiel, Deichmann, Halke erstmal auf die Bank gestellt. Denn heute sind wir ein bisschen besser, dadurch, dass die anderen ja Oberligisten sind und sind selbst mit dieser 11 noch 22 Stärkepunkte besser, weswegen ich heute einfach mal es erstmal so probieren will, ob es so klappt mit den jungen Spielern. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Spiel. Los geht's. Natürlich nicht sofort berechnen, das habe ich noch von einem Zweitspielstand drin, den ich spiele. Und wir spielen natürlich im Textmodus. Hier sehen wir nochmal 22 Punkte besser. Allerdings ist die derzeitige Saison bei denen besser, aber unsere derzeitige Form besser als deren Form. Dementsprechend wird es sehr interessant, wie das Spiel denn nun verlaufen wird. Los geht's ins Spiel. Rein. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Wir haben einige Arbeit. Gleich in der ersten Minute eine gefährliche Chance für Blau-Weiß Berlin. Weber marschiert durchs Mittelfeld und wird in letzter Sekunde von Eckstein gestellt, der seinen Schuss gerade noch abblocken kann. Und beide Teams gehen gleich zu Beginn mit hohem Tempo rein. Wir wollen jetzt volle Konzentration von Anfang an zeigen. Los geht's in die letzten 80 Minuten. Es passiert eine lange Zeit nichts. Die einzige Chance bis jetzt, na, erst Minute, jetzt 20 Minuten später, die erste gefährliche Chance für uns. Ahmed Arslan mit dem Freistoß. Der Freistoß von Arslan wird von Claire unabsichtlich verlängert. Hessler und Hinz sind sich uneinig, wer zum Ball gehen soll. Grube steigt hoch und bringt das Leder auf Verdacht in die Mitte, wo Fischer Gold richtig steht. Aber das Tor knapp verpasst, schade. Jetzt auf der Gegenseite die Ecke für Hessler, aber Rieder fliegt den Ball sicher runter. Jetzt möchte ich mal vollen Angriff zeigen. Fischer bedient Arslan, der aus 20 Metern versucht, den Ball ins lange Eck zu schlänzen. Aber Hinz ist auf der Hut und klärt zur Ecke. Jetzt die Ecke von Riedel. Ist aber eine ganz einfache Beute für Michael Hinz. Jetzt auf der Gegenseite eine gefährliche Chance. Eine Riesenchance für Berlin. Doppelpass zwischen Brömer und Matthias Hebel die Defensive von uns aus. Brömer steht am kurzen Pfosten völlig frei und schießt am verdutzten Sonne die vorbei mit Schmackes aus Spitzenwinkel ein. 0:1. Vielleicht doch nicht die beste Idee, die Jungen spielen zu lassen, denn der Start ist nicht so gut bis jetzt. Da hoffen wir auf jeden Fall noch mehr draus machen zu können. Jetzt eine kleine Chance für uns, blitzschneller Konter. Arslan war völlig frei über den Flügel, liegt quer auf Fischer. Der war aber so schlecht, dass Fischer nicht rankam. Auf der anderen Seite rettet Gruppe in höchster Not vor Brühme. Möchte weiter vollen Angriff, jetzt aber eine gefährliche Chance für Berlin. Gefährliches Zuspiel auf Brömer, der den an den Rücken gespielten Ball noch Richtung Tor bringt. Rieder ist jedoch da und kann retten. Jetzt mal eine kleine Chance für uns. Arslan wehrt Gorkov per Kopf in die Mitte ab, wo Fischer per Dropkick abzieht. Kollege Jonas steht aber im Weg und fälscht den Ball neben das Tor ab. Ärgerlich. Nächste kleine Chance für den Gegner. Aber das wird nichts. Damit geht es wohl mit einem 1:0 in die Halbzeit. Also bis jetzt ein vollkommener Fehlstart hier in diese Partie. Gehen jetzt auf jeden Fall mal deutlich offensiver rein hier in die Restpartie. Dann
Kommt Thiel für Koyun in die Partie. Und Weißmann für Sonnenberg. Und den Rest belassen wir erstmal so. Dann eine Brandrede, weil sowas natürlich nicht sein kann. Hier, und den Rest lassen wir den Assistenten machen. Und der hat's wohl versaut, denn er hat bei Rede die Moral runtergehauen. Was hat er da Blödes gesagt? Komm schon, und er sagt, lassen Sie mich in Ruhe. Okay, das mache ich am liebsten dann doch demnächst wieder selber. Möchte jetzt auf jeden Fall das Team nochmal motivieren, dass wir da besser aus der zweiten Halbzeit rauskommen. Jetzt auf jeden Fall die beiden Wechsel, bevor es angepfiffen wird. Weißmann für Sonnenberg und Thiel für Koyun in der Partie drinne. Und gleich mal eine gefährliche Chance. Aber der Ball von Brümer landet direkt in den Armen von Rede. Dann jetzt endlich mal wieder eine Chance für uns. Kleine Chance, 50. Minute. Eckstein gelangt es Leder zu Thiel, der nach innen flankt. Aber Mansfeld rettet vor Fischer zur Ecke. Kann daraus vielleicht was werden. Riedel. Von links bringt Riedel das Leder nach innen. Eckstein köpft aus 4 Metern ganz knapp vorbei. Hinz bleibt einfach auf der Linie kleben. Und schaut den Ball da mit großen Augen hinterher. Wäre der reingegangen, hätte er sich auf jeden Fall was anhören können von seinen Kollegen. Jetzt ein schöner Pass von Eckstein in den Lauf von Thiel. Aber der legt sich den Ball zu weit vor. Und so kann Berlin locker klären. Jetzt die nächste gute Chance für uns. Grube ist aufgerückt und bekommt den Ball von Thiel. Er läuft noch einige Schritte und hält einfach mal drauf. Der Ball fliegt an der Schnur gezogen in die dritte Etage. Schade. Gelbe Karte für Hessler, wäre da mal ein bisschen still geblieben. Regt sich wohl auf oder sowas. Oh. Ich habe gerade die Chance, die jetzt angezeigt wurde, übersprungen, aber wir sind schon mal gespoilert worden, dadurch, dass ich jetzt wechseln wollen. 1:1 steht es jetzt, also die Chance wird gerade reingegangen sein. Ich möchte aber trotzdem nochmal wechseln, und zwar möchte ich jetzt deutlich offensiver werden, damit wir das vielleicht noch hier ändern können, den Spielstand. Und zwar Eckstein heute mit einer guten Partie, aber trotzdem geht er jetzt kurz vor Schluss raus, denn wir gehen jetzt auf Doppelspitze mit Hebisch und komplett offensiv Power hier rein. Ein bisschen riskanter auch, Flankenposition ein bisschen weiter später, so. Und ich möchte mal kurz gucken, weil die Ecken gar nicht so gefährlich kommen. Ist Riedel wirklich der gefährlichste, was Ecken angeht? Mit Matovina tatsächlich. Okay, dann gehen wir jetzt in die Chance, die tatsächlich reingegangen ist. Hier, Eckstein spielt nach rechts zu Riedel, der sofort nach innen flankt. Die leicht abgefälschte Reingabe drückt Fischer aus 3 Metern per Kopf aufs Tor. Hinz bekommt gerade noch die Hand dazwischen, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend ablenken. Schönes Ding, 1:1, Jonas Fischer, das junge Talent mit dem Treffer. Und jetzt kommt auch noch die volle Offensivpower bei uns und wir wollen vollen Angriff zeigen. Hebisch, der Stürmer, kommt für Eckstein den Sechser, aber das wird auf der anderen Seite dadurch jetzt gefährlich, weil wir jetzt nicht mehr so viele Leute hinten sind. Berlin, Kohl schickt Austermann auf der rechten Seite Stahl, aber Weißmann grätscht ihm den Ball im letzten Moment vom Fuß. Schön, Weißmann. Das ist jetzt eine tadellose Leistung vom Schiedsrichter von Blau-Weiß Berlin. Jetzt nochmal ein Wechsel auf deren Seite. Gleisinger kommt für Austermann in die Partie hinein. Ich will weiterhin vollen Angriff sehen. Ich möchte hier am besten noch vor dem Endpfiff das 2:1 für uns sehen. Jetzt nochmal der Wechsel bei den Berlinern. Utz kommt für den starken Matthias in die Partie. Und jetzt eine gute Chance für uns. Schussversuch von Arslan von der Strafraumgrenze wird abgeblockt. Aus dem mittleren Grund kommt Zanet hier ran und zieht flach aus 22 Metern ab. Der Ball fliegt ins rechte Eck. Hin sieht nicht gut aus, Tor. So wollen wir das sehen. Wunderbar, Zanetti. 2:1. Spiel gedreht. So können wir damit auf jeden Fall leben. Jetzt bloß nicht noch ein Tor kassieren. So wäre schön, wenn wir jetzt noch einen drauflegen würden. Riesenchance. Gute Schussmöglichkeit für Arslan. Aber der Ball ist etwas zu unplatziert und so eine leichte Beute für Michael Hinz, der sich jetzt zupackt. Zanetti marschiert kompromisslos in den 16, er wartet aber zu lange. Und so kann Hinz
noch eine Ecke daraus machen. Riedel mit der Ecke, Thiel schubst ins Zentrum und es gibt Freischuss für die Gäste. Das war ja nichts. Jetzt nur mal kurz vor Schluss die Gegenchance von Berlin. Verunglückte Kopfballabwehr von uns landet bei Urz, der aus 17 Metern es versucht, aber nur seinen eigenen Mitstürmer Mike Brömer trifft. Und so haben wir das Glück, dass wir das Ding über die Zeit bringen. 2-2-1 gewinnen wir. Die Noten waren nicht sehr schön, aber es hat trotzdem sich okay gezeigt, die Jungen mal spielen zu lassen. Auch wenn es wahrscheinlich für die Noten besser gewesen wäre, beziehungsweise für die Entwicklung auch, wenn einige davon nicht gespielt hätten. Trotzdem bin ich natürlich sehr über dieses Spiel zufrieden. Ich komme jetzt bloß nicht. Ah, jetzt. So. 2-1 gewonnen. Bedanken können wir uns unter anderem bei Arslan mit der Vorlage, Riedel auch, Zanetti und Fischer natürlich, die beiden Jungen mit den Toren und Eckstein, der auch gespielt hat, und vor allem Rehde, der auch sehr gut pariert hat. Mit dem sind wir auch weiterhin sehr zufrieden, der sich hier für uns hinten der Rückhalt ist. Lippert heute leider mit nicht so einem guten Spiel. Zusätzlich auch Kurjun und Jonas nicht mit den besten Spielen heute. Und auch die eingewechselten Spieler nicht. Und vor allem Hebisch enttäuscht mich immer mehr. Da bin ich immer mehr der Meinung, dass wir eventuell dann tatsächlich im Winter auf Payong zugreifen könnten. Und ihn dann da tatsächlich doch abgeben könnten. Hier nochmal der Spielverlauf früh in Rückstand gegangen. In der zweiten Halbzeit dann der Ausgleich. Und kurz vor Schluss bringt uns dann die doch noch den Sieg. So wollen wir es auf jeden Fall sehen. Auch unser Liga-Konkurrent Weiche Flensburg setzt sich gegen die zweite von Wolfsburg durch. Sehr schön zu sehen. Cottbus fliegt gegen Jedeloh raus, also die nächste Mannschaft aus unserer Liga, die weiterkommt. Erfurt setzt sich gegen Fürstenwalde durch, das ist auch sehr schön. Oldenburg gewinnt gegen Reden, auch schön. Bischofswerda gewinnt gegen SC Starken. Brems zweite gewinnt gegen Bamberg-Uhlenhorst. Und Osdorf setzt sich gegen Teutonia Ottensen durch. Mal gucken, gegen wen wir dann im Viertelfinale spielen werden. Vor allem Hebisch hier mit 5 Toren. Bis jetzt, bloß jetzt, wo wir da sind, trifft er in dem Wettbewerb nicht. Und allgemein zuletzt ja sehr enttäuschend drauf gewesen. War allgemein tatsächlich bis auf Pokal nur sehr wenig gefährlich, auch in der Liga. Also da bin ich tatsächlich immer mehr davon überzeugt, dass wir tatsächlich vielleicht den Tausch Payong und Hebisch machen werden im Sturm. Aber mal gucken. Noch hat er ja ein bisschen Zeit, sich zu zeigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Interessanten. So, und damit sind wir zurück hier. Und wir haben einmal die Nachrichten gekriegt, dass Hedel und so ein Weg zurück in der Jugendmannschaft sind. Hedel hat ja zum Beispiel bei der zweiten Mannschaft zuletzt ausgeholfen. Und Sonnenberg bei uns in der ersten Mannschaft. Wie wir da weiter verfahren werden in der Zukunft, werden wir noch sehen. Außerdem sind die Spieler froh, dass wir uns das Angebot von Türkspor Augsburg nicht mal angehört haben. Matovina ist weiterhin angeschlagen. Statusbericht Verletzung, Mende ist noch 2 Wochen verletzt. Wir bekommen 104.000 dafür, dass wir in die nächste Runde einziehen. Und was besonders wichtig ist, gegen wen treffen wir im Pokal? Auf TuS Ostdorf, der sagt mir gar nichts. Scheint aber auf jeden Fall schlagbar zu sein. 485er Mannschaftsstärke, haben die auch alle 11 Spieler aufgestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Bloß Spieler sind nicht auf den richtigen Positionen, unter anderem durch Verletzungen und sowas. Also mal gucken, wann würden wir denn auf die treffen, weil bis dahin wären die Verletzungen ja nicht mehr so. 26 ist der zweite, also bis dahin wird sich ja noch einiges ändern. Trotzdem könnten wir, weil es ein Oberlig ist, da gute Chancen haben. Also wir haben etwas Losglück im Viertelfinale. Das heißt, wir könnten es tatsächlich ins Halbfinale schaffen. Und wenn wir es da noch weiter schaffen, können wir es ins Finale schaffen und dann können wir nächstes Jahr auch im DFB-Pokal vielleicht dabei sein. Alles noch Wunschdenken, aber
Wäre natürlich alles schön. Leider sind wir inzwischen bei den Gehältern knapp ins Minus gerutscht. Das wird sich aber auch alles noch ändern. Und dann gehen wir beim nächsten Mal ins letzte Spiel vor der Winterpause gegen Lüneburg rein. Und ja, hat sich Zanetti zurückentwickelt? Ich dachte kurz, nee, hat er nicht. Jo, auf jeden Fall, das war's damit. Beim nächsten Mal werden wir dann, wie gesagt, gegen Lüneburg spielen. Dort sollten wir eigentlich Favorit sein, denn die haben bis jetzt 4 Punkte geholt, also 4 Unentschieden. Und ansonsten sich komplett schwach angestellt. Das heißt, da müssten wir jetzt auf jeden Fall auch gewinnen. Mal gucken, ob wir da wieder auf die Jungen setzen oder wieder die Erfahrenen bringen. Habe ich mich noch nicht entschieden. Werden wir dann sehen. Und bevor ich das Ganze beende, möchte ich nochmal, weil da bis jetzt noch keine drauf eingegangen ist, fragen, wen ihr von diesen 4 am interessantesten finden würdet. Wer genauere Informationen dazu haben will, kann auch nochmal im FM-Zuckerforum in meiner Manager-Story reingucken. Da habe ich nochmal die Spieler jeweils genau erklärt. Ich kann euch ja hier nochmal die ganzen Details von den Spielern zeigen, die wir im Blickfeld hätten. Und dann demnächst zu entscheiden, wen wir im Winter als neuen Zehner hinter Arslan verpflichten sollen. Edlo wäre rein theoretisch auch noch auf der Liste. Den hatte ich aber da in der Manager-Story jetzt vergessen. Und der ist auch nicht gescoutet, aber der müsste trotzdem okay auf der OM-Position sein. Auf jeden Fall jetzt sorry für dieses noch Ausschwenken. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.